Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zu Affinity Photo 1.10. Das wurde ja letzte Woche eingeführt und ist praktisch auf ganzer Ebene über alle drei Affinity Apps, Programme ein reines Performance Update mit teilweise krassen Beschleunigungen, muss ich sagen. In Affinity Photo hat es eine kleine Neuerung gegeben, die ich persönlich spannend finde, und zwar im Bereich der Frequenztrennung. Lass mich das ganz kurz erklären. Ich dupliziere dazu einfach kurz die Hintergrundebene, um die Originalebene nicht zu zerstören. Gehe ins Menü Filter und sage hier Frequenzen trennen. Und hier gehe ich jetzt einmal mehr nicht auf die Basics der Frequenztrennung ein. Ich will nur sagen, was sich geändert hat. Bitte hinterlasst mir einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr dazu Basics wollt. Aber es gibt da halt schon wirklich sehr, sehr viele Ressourcen auf YouTube. Geändert hat sich, dass ich hier jetzt die Art der Weichzeichnung in einem Pulldown-Menü wählen kann. Ich habe drei Varianten. Früher waren es deren zwei. Früher gab es einfach die gaussche Variante und die bilaterale Variante. Diese allerdings in Form eines Häkleins, welches man drücken musste. Und es hieß auch nicht bilateral. Ich glaube, es hat geheißen irgendwie Tonwerte schützen oder sowas. Und im Hintergrund wurde dann einfach die bilaterale Variante verwendet. Und jetzt habt ihr hier die gaussche Variante. Die gaussche Variante eignet sich perfekt für Frequenztrennung in Gesichtern und in großen Flächen, generell in großen Flächen, wie hier in der Stirn, in der Wange. Sobald ihr bei der gausschen Variante, bei der Frequenztrennung aber auf der hohen Ebene, auf der High-Ebene, wenn ihr da in eine Toleranzzone zwischen Fläche und Details kommt, wo ihr krasse Helligkeitsunterschiede habt, dann habt ihr bei der gaußschen Variante das Problem, und das seht ihr auch hier, dass diese Übergänge zwischen hell und dunkel, die werden wie verwischt und in die Breite gezogen. Und das hat dann zur Folge, dass gewisse, gewisse Bereiche hier auf der High-Ebene landen, wo sie eigentlich nicht landen müssten. Und wenn ihr jetzt da zum Beispiel die Haare wegretuschieren würdet auf der High-Ebene, dann hättet ihr hier so einen dunklen Gürtel, so einen dunklen Blitzer, weil ihr da wie Schatten erzeugt, die zuvor nicht da waren. Seht ihr, zuvor hattet ihr ja nur die Details und jetzt werden da quasi wie Schatten erzeugt. Eignet sich also nicht für das Retuschieren bei Übergängen von hell zu dunkel. Und um das zu vermeiden, verwendet man in der Frequenztrennung schon seit vielen Jahren unterschiedliche Weichzeichnungsfilter. Bei Photoshop heißt der zum Beispiel Matter machen, hier nennt er sich bilateral. Und das hat jetzt zur Folge, dass die Details auf der Low-Ebene ziemlich weitreichend verbleiben und nur zum Beispiel hier gewisse mittelstarke Bereiche hier auf der High-Ebene landen, die Details aber nicht. Das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, dass diese dunklen Blitzer, diese Schatten gar nicht erst anfallen, wenn ich retuschieren will auf der High-Ebene. Der Nachteil ist, dass ich das schieben kann, wie ich will. Gewisse Bereiche verbleiben halt auf der Low-Ebene, gewisse Details, so dass ich sie auf der High-Ebene dann gar nicht erst wegretuschieren kann. Man könnte also quasi sagen, die gaussche Variante, die nimmt man eher in flächigen Bereichen und vermeidet die Kanten. Und die bilaterale Variante, die verwendet man eher hier bei Übergängen von hell zu dunkel und nicht aber hier groß in flächigen Bereichen. Und was jetzt ganz spannend ist, Serif hat uns hier noch eine dritte Variante geschenkt, die nennt sich Mittelung. Da habe ich auch nur einen Regler, einen Radius. Und hier ist der Vorteil, dass ich quasi das Beste aus beiden Welten habe. Ich habe einen Weichzeichner, der übers ganze Bild geht und trotzdem bei den Details versucht, eher hartkantig zu bleiben, so dass diese
Übergänge von hell zu dunkel nicht allzu sehr in die Breite gezogen werden. Und da könnt ihr jetzt experimentieren, welche Variante euch am besten passt. Ja, probieren geht über studieren. Ihr habt jetzt alle zur Auswahl, was ich sehr feudal und sehr interessant finde, weil in Photoshop müsste ich mich gezielt zu Beginn für einen Filter festlegen und hier kann ich sehr gediegen ausprobieren und erst wenn ich auf Anwenden klicke, wird die Ebene dann gesplittet, halbiert in diese beiden Bereiche und jetzt wisst ihr auch, wieso ich die Hintergrundebene dupliziert habe, damit ich sie nicht zerstöre, weil die aktuelle Ebene wird, weil es kein Live-Filter ist, halt eben in diese hohe und niedrige Frequenz zerlegt. So, das war die für mich wichtigste Neuerung in Version 1.10. Wenn ihr mehr Details zur Frequenztrennung wollt, sagt es mir, wenn genug Kommentare zusammenkommen, mache ich das sehr gerne. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Michel Meierle.